Mein Schreibtisch, 10.000 Abonnenten und warum 2014 absolut episch wird, nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum wirklich oft gewünschten Schreibtischvideo hier auf Apfellike. Und es gibt was zu feiern, denn wir knacken wahrscheinlich bald alle zusammen die 10.000 Abonnenten. Daher wird das Schreibtischvideo auf keinen Fall das letzte Video dieser Art gewesen sein. Ich habe noch geplant ein What's on my iPhone, What's on my iPad oder What's on my Dog Video oder vielleicht auch eine Roomtour. Am besten schreibt mir mal in die Kommentare, was euch interessieren würde, und dann werde ich da noch einige Special Videos zum 10.000 Abonnenten Special produzieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Zweite Neuigkeit, ich habe nur noch ein privates Twitter-Konto. Das Apfellike-Twitter-Konto wurde ja mittlerweile eher zu einem Website-Konto, wo die neuen News und Beiträge von apfellike.com kamen. Nun habe ich ein privates Konto, welches sich Ulbi mit 3b und einem Y nennt. Link dazu unten in der Beschreibung oder hier nochmal eingeblendet. Da würde es mich riesig freuen, wenn ihr mir da folgt. Dort werde ich nicht nur eure Fragen beantworten, eure Wünsche oder Kritik aufnehmen, sondern ich werde auch exklusive Sachen posten, Hintergrundinformationen oder einfache Dinge zu mir. Das alles auf Ulbi. Link zu, wie erwähnt, unten in der Beschreibung. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir da folgt. Last but not least, ich freue mich riesig auf das Jahr 2014. Es wird neue Formate geben, neue Inhalte, neue Ideen, viele neue Sachen, die ich da online bekommen möchte mit dem ganz neuen Design. Freut euch also auf jeden Fall aufs Jahr 2014 mit Apfellike. Und nun viel Spaß mit meiner kurzen, kompakten Schreibtischtour. Los geht's, ich möchte euch jetzt kurz und knapp meinen Schreibtisch vorstellen. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Neben Dingen für die Schule stehen auf meiner Arbeitsfläche einige interessante Dinge, die ich als Designer, Blogger und natürlich auch als YouTuber regelmäßig brauche. Angefangen beim Apple Keyboard mit Ladestation und einer Razer Maus, welche ich besonders wegen ihrer Präzision und ihrem Funktionsumfang sehr mag, gehört dazu auch mein Blue Yeti Mikrofon. Mein Herzstück ist natürlich mein mittlerweile 2 Jahre altes MacBook Pro 15 Zoll, welches aber dank i7 Chip, 8 GB RAM und einer 240 GB SSD Festplatte meistens noch ganz fit ist. Angeschlossen ist ein 27 Zoll BenQ Bildschirm, welcher auch grafische Arbeiten leicht erledigen lässt. Weitere Apple Geräte, die ich verwende, sind ein iPhone 5 und ein iPad 2. Wem das noch zu Mainstream ist, kann gerne einen Blick hinter die Kulissen bzw. hinter mein Display werfen. Dort stapelt sich eine 750 GB und eine 1 TB Festplatte, wie auch meine Thunderbolt Powerplatte mit 4 TB, welche, wie auf meinem Kanal ausführlich beschrieben, sogar das Spielen von Windows-Spielen auf der externen Festplatte zulässt. Unter meinem Schreibtisch befindet sich neben einem gigantischen Kabelsalat und einem Uralt-Computer nur noch mein gewöhnlicher Papierkorb. Grundlegend war es das von der Apfellike Schaltzentrale. Viele Grüße, euer Jürgen.